So, wahrscheinlich ein allerletztes verdammtes Mal in der Geschichte dieses Let's Plays begrüße ich euch in dieser Eingangshalle zu Let's Play Harry Potter und die Kammer des Schreckens mit mir, Mr. Mör. Hallo und herzlich willkommen. Genau das wollte ich sagen. Ja, wie angekündigt, werden wir jetzt noch die Goldkartenräume nachholen. Ich habe keine Ahnung, denn das habe ich wirklich noch nie gemacht. Das wird interessant, das mit euch zusammen durchzustehen. Und, oh, der Junge braucht sich einen Zaubertrank, jawohl. Und das erst ermöglicht hat der gute Zuschauer von mir, der auch wirklich sehr, sehr oft dabei ist, Fred mit 3 I hinten dran, mit 3 großgeschriebenen Is. Jetzt weiß ich nicht, ob das Fred 3 sein soll oder Freddy oder was auch immer. Ich danke dir auf jeden Fall riesig. Du ermöglichst, dass dieses Let's Play auch noch ein wenig weitergeht, als die reguläre Handlung es weitertreiben würde. Und außerdem würde ich deinen Namen nochmal schön in die Beschreibung reinpacken, damit ihr Bescheid wisst, wem ihr das denn zu verdanken habt. Vielleicht könnt ihr ihn auch dafür hassen, dass ich weitermache. Wenn euch mein Let's Play nicht gefällt oder gar das Projekt an sich, dann lasst es bitte doch nicht an ihm raus, sondern schmeißt es mir gegen den Kopf. So, nachdem ich hier stotter wie ein Weltmeister, kann ich auch noch ganz andere Dinge tun, denn jetzt öffne ich die heiligen Hallen der Goldkarten. Dank dir, Fred! Ich nenne dich jetzt einfach Fred! Oh! So weit waren wir jetzt schon im Let's Play und jetzt, wir können weiterlaufen. Und da wird auch gleich ein ganz neuer Levelabschnitt geladen. Oh, Spiel laden. Das finde ich super. Okay, da wird gar nicht großartig was zu gesagt. Wir werden einfach nur goldene Karten präsentieren. So, jetzt kann ich die in einer Reihe abholen und schon habe ich meine... Oh, da war doch was. Nee, doch nicht. Ich muss hier meine Augen offen halten, denn jetzt wird ein ganz interessanter Part kommen, den ich persönlich ja nicht kenne, das macht es noch interessanter. Der irgendwo bestimmt noch was... Ach, okay, ich dachte schon, es ist einfach nur ein riesiger Lauf im Kreis, aber das ist natürlich... Das ist so ein Halbkreis. Okay, wir speichern mal. Kann ich hier irgendwas... Ich muss jetzt wirklich, glaube ich, die Augen gut aufmachen. Übrigens gefällt mir der Soundtrack. Dreck! Der Soundtrack. So, jetzt muss ich mich hier anstrengen, oder was? Oh mein Gott, was zur Hölle. Okay, okay. Muss ich jetzt Herausforderungen bestehen, oder... Ich muss jetzt, glaube ich, Herausforderungen bestehen. Okay, jetzt wird's interessant. Oh, fuck this. Fuck this. Hör auf, auf mich zu packen. Tschüss. So, und jetzt? Oh. Was muss ich denn? Ups. Verdammt. Boah, der hat 20 Heiltränke gehabt. Ist geil. So, wir haben die erste Goldkarte, glaube ich, hinter uns gebracht. Und das ist Bertie Bots, der Erfinder der Bertie Bots Bohnen. Den alten Kollegen haben wir gefunden. Der trägt übrigens die Nummer 69, wollte ich mal sagen. So, und ich will alle haben. Gib mir alle. So, und jetzt geht's hier nach oben. Mit diesem lustigen Aufzug und ab zum nächsten. So, das müssen wir schaffen. Das möchte ich jetzt eigentlich schon ganz gerne erreichen. Ich finde das so super, dass ich das präsentieren darf. Vielen Dank für die... für dich. Ja, vielen Dank für dich eigentlich. Kann man auch schon so sagen. Aber vielen Dank dafür, Fred. Denn du ermöglichst mir jetzt auch noch diese Karte einzusammeln. Und das ist... Dumbledore. Der gute alte Dumbledore. Schulleiter von Hogwarts. Wenn wir den nicht zu Genüge kennen, dann weiß ich auch nicht. Das wird hier, glaube ich, nur ein Part sein, weil so, es scheint mir nicht so lange zu sein, diese ganze Passage hier. So, weiter geht's. Ich glaube, ich muss hier nur Hindernisse überwinden und das Ganze werde ich dann auch machen. Ich glaube, Geheimnisse gibt es nicht so viel. Oh, da muss doch jetzt was passieren, oder? Tatsächlich. Wow. Die Karte trollt mich, okay. Soll mir recht sein. Ha, ich kann dich aber trollen, Karte, wenn du willst. Denn ich kann einfach... Ja! Ja, das war jetzt scheiße. Ich bin richtig gegangen und hatte den richtigen... Okay, was soll ich... Kann ich sagen, ich hatte den richtigen Denkansatz, weil jeder halbwegs nicht grenzdebile kommt darauf, dass er jetzt hier diesen Weg nehmen muss. Aber das war eben... Nein. Wo muss ich denn jetzt hin? Gibt es hier irgendwie eine Weiterführung? Ach, da, okay. Und das hauen wir gerade mal kaputt. Jetzt drehe ich das Rad und auf geht die Tür. Und jetzt den ganzen Schleim hier wegballern wie ein Verrückter. Und Hinga Hinga Dawkins! Der Wikinger Harry Potter, der Nachfolger von Dr. Watson Harry Potter, rastet jetzt mal auf, ein bisschen aus. Da hat der Zauber wieder mal nicht getroffen. Ich muss schnell machen, ich will schnell machen. Mach schneller, Harry. Kämpfe so, als würde... Ey, das war jetzt... Ich stehe voll in dem Schleimzeug drin und nichts passiert. Das kann... Oh, da oben gibt's auch was. Naja, never mind. Ich gehe jetzt einfach weiter. Wen haben wir gefunden? Herpo, ja, Herpdorp kann ich nur sagen. Alter Grieche, Herpo, der Üble, schuf den ersten Basilisk. Ja, Herpdorp, da hat der gute alte Herr wohl ein bisschen hier Scheiße gebaut. So, hüpf. Was habe ich denn jetzt? Oh, überfette Krabben.
Aber gut, die haben wir mal ganz elegant umsprungen. Und haben eine weitere Karte bekommen, und zwar... Salazar Slytherin, Zauberer aus dem alten Mittelalter, Mitbegründer von Hogwarts. Nach ihm wurde eines der vier Häuser benannt. Der guckt auch schon so schleimig, so... Hey! Hey, was ist da los? So, wow! Super, überhaupt nicht auffällige Tür und... Irgendwas wäre auf dem Boden jetzt wahrscheinlich gewesen, aber ich werde es nicht zeigen, weil ich einfach weitergehen kann. Und das alleine ist schon ungenug für mich, einfach schnell weiterzumachen. Hey! Ja, das war voll Spaß! Ich bin schon... Achso, wir haben jetzt so eine Goldkarte gefunden, ne? Hätte ich mal lieber... Ach! Die gute alte Helga Hufflepuff, Ex aus dem Mittelalter. Helga, wo bleibt mein Schweinsachse? Mitbegründerin von Hogwarts, nach ihr wurde eines der vier Häuser genannt. Ja, wer könnte denn jetzt noch kommen? Ich weiß nicht, eventuell Ravenclaw? Niemals, niemals. Ich bin einfach zu intelligent für diese Welt. Ich bin Meisterphilosoph... Ja, das war jetzt eben Parsisch, haben wir ja gelernt von Harry, dass man jeder, wenn er will, Parsisch sprechen kann und, worum? Ach, hier, okay. Hui, jetzt gibt's ganz lustige, unsichtbare Stufenrätsel. Das kennen wir ja sogar schon aus Mega Man, da war es aber um einiges unfreundlicher. Und wer ist das? Oh, Montag Knightley, Zauberschach-Weltmeister. Oh, der guckt auch schon so wie Mr. Bird, so. Ausgezeichnet, haha. ich freue mich so. Wir machen hier jetzt ganz unorthodox weiter, weil ich gar nicht so viel Produktives beitrage, leider. Na. Und dreh am Rädchen. Bisschen am Rad drehen hat noch nie jemanden geschadet, glaube ich. Warum ist da so ein... Achso, ich verstehe. Okidoki. Hauen wir die Dinge einfach mal rein. Wie, das geht nicht. Also, kann ich ja einfach hochhüpfen, oder nicht? Ja, okay. Okay, das finde ich jetzt komisch. Wieso genau kann ich die nicht reindrücken? Kann ich die irgendwie zur Seite? Ach so. Oh, fuck. Jetzt habe ich natürlich Zeit verschwendet. Das hätte Sinn geben können. Und das sah jetzt eben cool und akkurat. Das war ein interessantes Rätsel. Meine Güte. Da muss ich mit meinem alten Geist erstmal draufkommen. So, und als Belohnung bekommen wir gleich im Gegenzug dafür... Was? Paracelsus. Oh, Paracelsus ist in der Medizin häufig benutzter Begriff. Vielleicht hat das was damit zu tun, wahrscheinlich. Zeitgenosse von Kopernikus und Leonardo da Vinci. Ein Genie, der die mittelalterliche Denkweise mit seinen kühnen Theorien in Frage stellte. Entdecker der Parselsprache. Ja, der gute alte Paracelsus. Meine Mutter kann davon ein Lied singen als Heilpraktikerin. So. Das müsste geklappt haben. Und jetzt kriegen wir ordentlich aufs Pressbrett, aber wen interessiert? Ja! Für Sparta oder so ähnlich. Ich weiß auch nicht mehr, für was wir hier kämpfen. Einfach nur für unseren Geist. Weil wir sind Harry. Und Harry verlässt dieses Let's Play nicht, ohne auch im Besitz aller 10 Goldkarten zu sein. Denke ich. Aber das machen wir ja eigentlich. Warum gehen wir so kompliziert? Oh, fuck. Warum sind wir jetzt diesen Weg gegangen? Oh, Mann. Das war jetzt unnötige Zeitverschwendung, oder nicht? Toll. Tolle Wurst. Hat's ja richtig übel gebracht. So, und So, damit haben wir Goldkarte Nummer 9. Und das ist Carlotta Pinkstone. Wollte das Geheimhaltungsabkommen aufheben und den Nichtmagiern erzählen, dass es Zauberer gibt. Mrs. Pinkstone wurde mehrfach verhaftet, da sie sich nicht davon abhalten lassen wollte, Magie in der Öffentlichkeit zu praktizieren. Tja, eine Anhängerin der Aufklärung, zwar unter Zauberern, aber immer noch im Grunde genommen genau das gleiche. So, eine Goldkarte gibt es noch für mich zu finden und dann ist dieses Let's Play auch vorbei. Sachen gibt. So, und da ist tatsächlich noch eine, das heißt, ich habe keine verpasst. Ja, muss ich jetzt einfach nur nach vorne schieben, oder was? Tatsächlich. Wobei, ich muss die... Achso, ich muss die intelligent anordnen, ja, wow. Wow, das hat mich jetzt aber geistig ganz schön gefördert. Also, wenn das jetzt funktioniert, wenn nicht, dann stehe ich jetzt dumm da, aber das... So. Okay. Wie soll ich jetzt... Ich muss das andersrum machen. Okay. So, das heißt, ich muss... Der bleibt schon richtig. Okay. Der geht hier rüber, noch eins nach vorne und der geht zwei nach hinten. Und... Siehe da, ich habe recht gehabt. Okay, sehr gut. Na, supi. Das hätte ich jetzt auch mal beim ersten Mal hinkriegen können. Aber geil, wir haben die 10. Goldkarte und... Zack. Geil. Wir haben
Rowena Ravenclaw. Ach, es gibt 11. Oh, da fehlt noch Gryffindor. Rowena Ravenclaw, Hexe aus dem Mittelalter, Mitbegründerin von Hogwarts. Nach ihr wurde eines der 4 Häuser benannt. So, und jetzt machen wir das noch in Zeit und dann kriegen wir noch die letzte Goldkarte. Sollten uns nur irgendwie ein bisschen ranhalten, denn so langsam geht die Zeit bedrohlicherweise sehr nach unten. Ach, das verbinde ich immer noch. Zeitdruck und in Spielen mag ich ja persönlich nicht, wenn ich nur gerade denke. Ich kann heute nicht mehr reden. Sam and Max, falls das jemand kennt, das Abenteuer mit dem Goldschatz, das war auch eines der Spiele in meiner Kindheit. Und das war halt so behindert, da gab es einen Zeitdruck für ein Adventure, wo du halt ein Point-and-Click-Adventure. Wenn man das nicht rechtzeitig hinter sich gebracht hatte, dann war das Spiel einfach vorbei. Da musste man neu anfangen. Tolle Sache. So, und hüpf. Okay, das sieht ja verdammt cool aus. Und hüpf. Und da ist die letzte Goldkarte. Gerade noch so in der Zeit. Und zwar haben wir hier... Moment, das ist Harry. Harry Potter. Der Junge, der überlebte. Die letzte Goldkarte in dem Spiel, die Nummer 100, ist niemand Geringeres als wir selber, Harry Potter. Gryffindor gibt es gar nicht mehr als Goldkarte, aber ihr seht es, die Ruhmeshalle unseres Let's Plays. Ermöglicht durch den guten Fred, der uns diesen Triumph ermöglicht hat. Wir haben die sogar hier in 3D. Bertie Bots, der einfach mal mit Bohnen abspackt. Professor Albus Dumbledore, der nichts tut. Doch, der macht ein bisschen Magie mit seinem Zauberstab. Gryffindor haben wir schon gefunden. Godric Gryffindor, den muss ich jetzt gleich nochmal nachschauen. Da ist er ja. Tatsächlich, er sieht ein bisschen grimmig aus, aber egal. Dann haben wir den guten Herb Derp. Alle mit coolen Effekten, das finde ich super. Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff. Oh, Blümchen. Montag Knightley, den Strategen. Paracelsus, den supermächtigen Mediziner. Die gute alte Anhängerin der Aufklärung. Rowena Ravenclaw, die ich als, keine Ahnung, 0815 bezeichnen würde. Und niemand Geringeres als wir, der gleich mal ein Feuerwerk loslässt. Wupp, wupp, was gibt es da noch zu sagen? Alles, was ich über dieses Let's Play sagen konnte, habe ich schon in der inoffiziellen Finalfassung vorgelesen. In diesem Sinne bleibt mir nur noch ein Wort zu sagen, das auch das Wichtigste ist, was ich zu diesem ganzen Thema sagen kann. Mein Name ist Mr. Mör. Ich danke euch fürs Zusehen. Sehen, meine ich natürlich, und geil! Wupp, wupp.